Weihbischof, Libori 2020, ganz anders als die Jahre sonst. Vermissen Sie etwas oder haben Sie sich schon innerlich damit abgefunden, dass es dieses Jahr halt anders ist? Es ist ja eigentlich so, wie es nie denkbar war. Wir haben vor ein paar Jahren erlebt, dass ein Sturm die Eröffnung der weltlichen Libori-Feierlichkeiten verhindert hat an dem Samstag. Aber hier ist ja jetzt gar nichts. Man kommt aus dem Dom, keine Buden, keine Marktstände und viel, viel weniger Leute, als es sonst wären. Das ist schon völlig ungewöhnlich und, ich sag's nochmal, eigentlich undenkbar gewesen. Aber wir feiern Libori und das ist das Wichtige. Aber natürlich vermisse ich, dass wir jetzt keine ausländischen Gäste haben. Wir hätten vermutlich die Freude gehabt, den ehemaligen Erzbischof von Manila auf den Philippinen zu Gast zu haben, Kardinal Antonio Tagle. Wir hätten wieder einige weltkirchliche Gäste gehabt, die Interessantes hätten berichten können. Und natürlich ist es besonders schade, dass unsere Freunde aus Le Mans, unserem Partnerbistum, nicht da sein können, denn Bischof Yves Le Sceau und der Erzbischof wollten ja zum Auftakt von Libori an die 75 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern und daran, dass Paderborn und Le Mans an den Grundlagen der Versöhnung und der Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich nach all den schrecklichen Kriegsgeschehnissen stehen. Während der Corona-Pandemie, was haben Sie da quasi von den Orten aus der Welt gehört? Was hat Sie davon am meisten beschäftigt? Gut, ich bin im Januar und Februar noch in Indien gewesen und da haben mir manche Leute jetzt im Nachhinein geschrieben, wie es da aussah, seitdem Corona da auch alles lahmgelegt hat. Und auch Gottesdienste waren im Grunde nur wirklich hinter verschlossenen Türen möglich, weil es eigentlich auch nicht erlaubt war. Es hieß dann, bleib zu Hause. Wir haben ja in den Nachrichtenszenen gesehen, wo die Polizei auf Leute einprügelt, die auf der Straße waren. Aber es gibt Millionen Menschen, die haben kein Zuhause und das ist für Indien eine der Wirklichkeiten, die wir in anderen Erdteilen auch finden, wenn ich an Lateinamerika denke oder an Afrika. Also Corona trifft die Ärmsten wieder am schlimmsten. Was macht das mit Ihnen? Gut, wir versuchen natürlich denen zu signalisieren, da wo wir helfen können, helfen wir. Aber auch den Ordensleuten, den Bischöfen, den Priestern, den Laien ist klar, wir können nicht alle Not lindern, das ist so. Etienne Terrapax lenkt unseren Blick darauf, dass das eher ein Wunsch ist als eine Tatsache. Denn die ganze Welt ist ja derart von Konflikten durchzogen, wie das im Grunde in der Geschichte so in diesem Ausmaß noch nicht der Fall war. Und das ist etwas, wo wir Christen nicht nachlassen dürfen, für Frieden zu sorgen. Und Friede baut immer auf Gerechtigkeit auf. Wir sind in der glücklichen Lage hier in Europa, dass wir eben seit 75 Jahren zumindest in Kerneuropa Frieden haben. Wir haben vor knapp 30 Jahren erlebt, dass an den Grenzen dieses Kerneuropa im damaligen Jugoslawien und nachher in Bosnien-Herzegowina ein blutiger Bürgerkrieg Hunderttausende von Opfern gefordert hat, nachher im Kosovo ja dann nochmal. Und da ist uns auf einmal deutlich geworden, Friede ist ja gar nicht so selbstverständlich, wie meine Generation das immer so nimmt, weil ich nichts anderes Gott sei Dank kennengelernt habe. Also Friede bleibt etwas sehr Zerbrechliches und wir müssen alles darum tun, dass Friede bleibt und das fängt immer bei mir selber an. Wunderbar, ein schöner Auftrag. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.